Hallo, ich sitze hier in der Küche, werde aber jetzt nicht groß essen, sondern ich werde einen Zuschauerwunsch erfüllen. Ja, soll ja niemand sagen, ich höre nicht auf meine Zuschauer. Nämlich ein ganz besonders freundlicher, sympathischer Zeitgenosse hat mich nämlich gebeten, ihm zu erklären, wie man ein Brot schmiert. Das mache ich doch mal. Dazu brauchen wir ein Brot. Ist jetzt kein allzu großes Brot, gebe ich zu, aber ich habe gerade auf die Schnelle nichts Besseres zur Hand. Dazu braucht man was zum Schmieren, nehmen wir eine Butter. Das ist eine Butter, wie man sieht, die schon mal benutzt wurde oder teilverbraucht. Auch da, warum soll ich eine neue auspacken? Es geht ja nur um die Erklärung. Macht nichts. Also, hier, und ein Messer braucht man. Messer ist gut zum Schmieren. Dann nimmt man mit dem Messer ein Stück Butter. Die Butter ist jetzt ein bisschen hart, weil sie aus dem Kühlschrank kommt. Egal, hier Butter, Brot, Butterbrot. Dann tut man das hier so drauf. Und kann es dann schmieren. Wie gesagt, besser ist, wenn die Butter nicht ganz frisch aus dem Kühlschrank ist, dann schmiert sie sich ein bisschen besser. Aber kann ich jetzt halt. Hätte ich warten können. Aber ich wollte es so schnell wie möglich erledigen, damit der arme Mensch in Zukunft auch mal ein geschmiertes Brot nachahmen kann. So, dann ist das Brot so geschmiert. So, gut, das Licht ein bisschen. Hier. Man kann natürlich auch dicker beschmieren, wenn man will. Man kann auch natürlich Marmelade draufschmieren, Nutella, irgendwie Streichwurst, geht vieles. Aber ich bin sehr ein Anhänger der puristischen Butterbrot-Logik. Gut, man kann sich an was drauflegen, aber es ist natürlich nicht geschmiert. Also, ich hoffe, lieber Zuschauer, so schaut ein Butterbrot aus. So. Ja, ich habe ein bisschen was geschnitten, weil ich mir gedacht habe, besser ist das, egal. Jedenfalls, ihr habt es gesehen, ich habe ein Brot geschmiert, ich habe einen Wunsch erfüllt und damit habe ich meine gute Tat für diese Woche getan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.